Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Last Epoch Gameplay. Okay. Jetzt momentan in der Kampagne schön im Let's Play, ich zeige alles. Sonst kann ich dann auch langweilig, was ich größer nicht hinter. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr auch bauen wollt, ob ihr doch ein bisschen kleiner zusehen wollt. Oder ob ihr No-Pace das Game kennt, ihr. Ja, ihr seid nicht gerade so derjenige, der gut darunter das vorstellen kann, wenn das. Bin irgendwie so ein Bein. Ja, und bei mir selber. Ja, muss ich alles schaffen. Muss es ja machen. Sicher sein, dass er läuft. Wo Fehler gibt. Andere tun halt Sachen auch noch rausschneiden und so. Und das macht. Mag keine da Gameplay, Let's Play, Livestream auch zeigen. Ich mag keine. Wenn ich etwas nicht sehen will, dann überspiele. So, hey, das ist so ein Scheiß, komm her zu. Ja, wir machen nur noch mehr Schnitte. Du siehst immer wie weniger vom Spiel oder vom Gameplay. Vom und. Mich gehört Grinding auch zu. Also wenn ich jetzt so ein bisschen denke, was jetzt gerade mit Diablo 4 los ist, es nur für 25 Stunden Kampagne gibt, nur einmal gemacht wird zwar, aber ja, nur 25 Stunden, wenn man es nur einmal machen muss, finde ich das. Last Epoch muss es immer wieder machen, aber da ist man irgendwie so 3 Stunden durch. Auch viel zu wenig, natürlich. Aber ja, das ist halt sehr anstrengend. Aber irgendwie gehört das zu einem Insley dazu. Bin ich einer der Nörgel. Ich muss die Kampagne zum 20. Mal machen. Ich habe die Kampagne schon viel öfters gemacht, weil ich einfach gerne teste. Ich bin ein ja. Ich bin ein Gamer, der eigentlich gerne testet. Für mich ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal irgendwie richtig oder falsch mache. Um zu verstehen, ja, okay, das geht halt nicht. Aber andere so, oh, ich habe einen Bild genommen, der nicht gut für das Spiel. Gibt's auch. Wirklich, ja. Also nicht in Allgemeinheit, ich rede jetzt nur. Jo, ich denke, wenn die Spiele jetzt auch mal die Klappe halten würden. Dürfen nörgeln, sie dürfen kritisieren, aber unnütz eben. Werden sie nichts. Auch das. Also denke, okay, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir haben keine Lust, sie überhaupt zu fixen. Genauso ein Mittelding oder sogar ein bisschen einfach besser machen. Ich denke, seid gewöhnt, oder? Ihr müsst nicht mehr denken, ja, mache ich nicht, weiß nicht. Ich habe so eine Frau in der Nähe bei mir. Und die sagt bei jedem Scheiße. Ach verdammt nochmal, ey. Wieso muss ich das machen? Oder wieso habe ich das gemacht und so. Solche Leute braucht man. Das hoffe ich einfach, aber ich. So, eben wir sind in diesem Tempel, der eigentlich dann beiden führt. Und für mich ist es leicht geworden. Die Gegner sind manchmal auch ein bisschen zäh geworden. Das ist so ein Abwägen oder besser. Kann es nicht so einfach sagen. Breathing Fire. Machten breit. Dachte schon, es gibt kein Wort. Jo, würde gerne noch mehr Englisch können, aber ich. Auslegen. Okay.
fehlen. Kann ich irgendwie in der Gamer-History gar nicht. Die Leute sagen gar nicht, ob es stimmt oder nicht. Bin ganz komisch geworden. Meine, ja, einfach die Moderne wird immer wie asozialer oder einfach die Leute weniger soziale Sachen reden. Hier übers Game nur krabbern. Oder halt, jo, einfach so völlig von der Werbung und von anderen Leuten gelangweilt sind, weil sie es viel machen, viel übertreiben. Ich zum Beispiel mache ungefähr 3,5 Stunden Zeit, ungefähr 7 Stunden Sport. Und der Rest bin ich nicht am Schlafen oder Ausruhen, sondern am Let's Play. Wir müssen mal bedenken, wie viel ich mache im Gegensatz zum Durchschnitt von Livestreamen. Die haben den ganzen Tag Zeit, haben so viel Geld und alles mögliche. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Es gibt aber Livestream und Let's Play. Wirklich, dafür würde auch ein bisschen belohnt werden, dass sie nicht so viel Zeit haben, einen Beruf machen und so weiter. Aber das ist selten. Also ich sehe auch relativ viele Livestreamer, die wirklich sich bemühen, so viel wie möglich zu livestreamen und trotzdem gemacht werden. Was denkst du? Hier heutzutage der Fall. Einfach mal vielleicht ein bisschen einfach denken, was der Livestream und Let's Play auch leistet. Und vielleicht auch die Let's Plays ein bisschen öfters. Ich wollte wieder Livestreams, Let's Plays sehen. Ja, zum Beispiel in Minecraft ist gänzlich alles gestorben. Ich sehe zwei Deutsche. Die machen es relativ schlecht. Minecraft haben nicht so viel Konkurrenz. Jo, in Last Epoch ist immer so ein schlechtes Beispiel. Dann gibt's den einen wieder. Ich kann den Namen gerade nicht sagen. Aber einer, der macht noch, aber der macht viel zu viele Videos, der haut die rechts von da dran. Gar nicht so viele Zuschauer. Jo, und er macht immer noch einen bestimmten Bild, der einfach nicht vorwärts kommt. Der Sicherheit um für 60 Folgen in der Kampagne. Macht längere Videofolgen als ich. Also, wenn man es übertreibt, ja, ich bin froh eben, dass es so gut läuft. Und wenn ich so. Eine Freude. Bin ja noch am Livestream abends. Jetzt, heute habe ich leider keine Zeit vorzubereiten. Und schon, was ich schon. Vielleicht jetzt. Ah, ne. Fuck. Ich bin einer, der konnte das ABC gut enden, oder wenn man. Okay. Viele hatten echt mega Probleme. Also, dann. Aber trotzdem, manche Wörter mache ich trotzdem. Gary, man. Auch ein bisschen leid. Da haben sie. Das ist wirklich immer noch ein guter Beat und es gibt sogar noch einen anderen, besseren Beat, der braucht aber bestimmt. Da können wir uns auch noch gut ausdrücken. Wenn ihr jetzt denkt, ja, Drago spielt doch lieber schwierigeres. Einfach an. So.
Wenn ihr bei einem guten Content euch Stravium. Nein. Bin wirklich nicht gerade so extrem umständlich. Weil ja angenehmer ist. Bisschen mehr ploppeln könnte. Nur die Ladezeiten, hey, die halten so eigentlich mega viel auf. Also YouTube hat auch immer so die Anzeige von 3 Bildern dann, Thumbnails. Und die sind dann immer Ladebildschirme. Aus irgendwelchen Grunde tut YouTube dann immer nur die Ladebildschirme anzeigen. Das ist immer dringend. Screenshot machen. Common hat. Ich jetzt. Sorry. Ah ja, genau, es geht nicht. Immer Thumbnails. Seiten. Das mache ich meistens am Morgen oder so und denke mir nicht so viel drauf. Games hat das echt. Game zeigen in Thumbnails. Jetzt eine 1 draufsteht oder eine 100 oder. Ja, noch mega. Es gibt ja auch gerne die Leute, die rote Balken machen, damit. Trotzdem roten Balken dort ist. Jo. Das ist extra. Ja. Meine Güte, ich mag Leute nicht, die mega auf ihre Videos oder so. Ja. Zwang auftun. Man. Sicher ist, ob es ein Video ist oder. Nee. Video schon geschaut hat und so weiter. Und YouTube ist selber schuld, wenn sie manchmal auch machen, dass man sieht, der Balken. Ja, YouTube ist halt schon assi. Mit Werbe, also das. I cannot do that. What do you want? Und? Flo. Gott, ist das nicht schwer. War immer aussicher. In jedem einzelnen Lager, wo ihr wieder reingeht. Fragt ihn. Er verärgert seinen lieben Entwickler. Was macht ihr da für coole Sachen? Ladebildschirm immer über das Naschen. Ich habe die Eigenschaft nie. Nie. Immer was ich esse, tue ich auch wieder aus. Exakt. Ich kann also übertrieben viel essen pro Tag. Nein. Liegt vielleicht an meinem Stoff. Ein Arzt hat mir gesagt, du Drago, was ist denn? Aber bei dir ist irgendwas. Okay, was ist das denn? Fühle nichts. Geht's gut. Aber zuerst einmal, du hast so viele Krankheiten. Dir geht's immer noch normal gut bis sehr gut. Ah, okay. Geht einfach darum, du so ein mega guter Stoff bist. Okay. Ich hab den Leuten sogar. Also ich kann Ärzte eigentlich nicht so. Ich glaube. Ja, Profis, mehr Profis. Ja, wenn man halt irgendwie, jo, und doch Krankheiten bekommt und so, hat man vielleicht auch etwas Positives. Ja, so. Hier ist es so. Aber haben wir auch gemerkt, meine Muskeln halten viel, viel mehr aus. Die kaputt. Bänderreißen, Sehnenreißen. Meine Knochen, die haben schon Stürze erlebt, mitgemacht, jeden anderen fast gekillt hätten oder eben Knochenbrüche geführt hat. Bin ich auch froh. Weil bei uns geht's mit Fußball ein bisschen rabiat. Keine Kreise, doch Zirkel. Aber
meine einfach, was ich in der Kindheit gespielt habe, auf einem Bolzplatz, der ungefähr so 5 Meter Unterschied hatte zwischen den Toren. Also Höhenmeter Unterschiede. Und überall Wellen und Buckel und alles mögliche. Sehr tiefe Schlaglöcher und so, wo Regenwasser auch manchmal drin war. Eine Verletzung? Andere hatten immer eine Verletzung. Platz. Ja, und dann war ich auch sehr lange, so zwischen 2002 und 2014, immer auf einem relativ feldigen Acker im Spiel. Während im Dorf kein Fußballplatz war. Das ist auch selten in der Schweiz. Jedes Dorf hat einen Fußballplatz, außer so Halbdörfer, oder? Einem anderen Dorf so gehören, ja, kein Fußballplatz. Ja, einfach auf. Wenn man denkt, wo ich jetzt wohne, da ist eigentlich nach 100 Meter wieder ein Fußballplatz. Das ist schon praktisch. Wohl alles cool. Reiz und Fuß. So, jetzt momentan ist es echt einfach. Wir haben uns gut weitergespielt. Also, das ist ja einfach am Kite. Das ist hier. Gut Skill, das ist Kite. Charakter. Entwickler wieder drüber. Aber eben, es ist halt praktisch. Wieso ist jetzt schon wieder der offen? Wie, diesen Chat nicht offen? Eben. Ja, auch. Hat ein Biss. Der damit meint. Vielleicht hat er irgendwie Elektroschaden und er will einfach. Hat den Elektro. Das ist auch eine schlechte Witz. Der Strom ist eigentlich das, was im Kabel drin ist. Strom, eine. Geht einmal ringsum. Ein Strom. Beim Fluss ist auch mal Strom. Aber, ja, mein Fluss. Kabel ist auch ein Fluss. Wenn es nicht, also wenn es endet, dann ist ja kein Strom drin. Victor ist manchmal so richtig. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Donner ausgelöst wird durch Eis? Eis reibt an den Wassertropfen, steht in Gewitterwolken, dadurch ist dieser Donner die Reibung davon. Also eine Abfolge von verschiedenen Wassertropfen, die so rum. Hören wir als Donner, das hören wir nicht als Rrrr, das und. Ist irgendwie los. Ja, ich habe sehr viele über so Sachen gelernt. Ich bin einfach wundern. Ich bin ein Mensch, der nimmt's an. Einfach alles Wunder nehmen und ihr habt so viel Platz im Kopf. Will man nicht mehr. Es ist wichtig, dass ihr. Games. So. Ich rede jetzt gar nicht mehr so viel Game. Edge. Okay. Angen habt ihr. Ja, dann. Dürfte hunderte verschiedene Fragen. Also. Sonst antworte ich euch einfach. Ja, schon hat überall vorkommen. Aber es gibt danach wieder Fans oder Kommentarschreiber, die dann in jedem Video irgendwas wieder schreiben. Zum Beispiel bei Pizza. Für mich.
krass, Fünfle. Jo, weckt heute Peter wieder das schwarze T-Shirt? Was macht man das? Wer hat denn so viel Zeit? Und wer will die anderen? Ist er halt auch damit stören die ganze Zeit? Keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, er trägt gerne schwarze T-Shirts. Zum Beispiel rote. Ich sage gerne blau. Gar nicht mehr so oft, weil ich sie einfach nicht mehr habe. Ich kann sie nicht mehr kaufen. Existieren nicht mehr. Nein, existieren. Ich brauche sie eher nicht mehr, weil ich auch ein bisschen. Aber wir haben noch nicht die drei getötet. Am Anfang vom Part. Wir sind zu hastig. Ihn nicht kennen. Man muss ihn nicht. Da noch ein Leichenlevel. Genau. Okay. Ja, zum Beispiel der da auch beim Portal auftaucht. Man geht ins Portal rein und hat schon. Mag sie einfach nicht. Für mich ein bisschen dumm. Das ist auch cool. Kam rein und hab die Mission fertig. Hab die einfach nicht. Ah, ich muss sie nur einmal. So, also wenn wir den M Akt 7 fertig haben, die Idole auch ausgerüstet. Dann kann ich eigentlich direkt den Helm holen und so. Und fast nicht. Das habe ich ja mit dem vorherigen Bild zum gleichen. Ja, auch nicht geschafft. Dann die Rüstung. Hatte sie, aber ich habe dann andere Bilds geschafft. So, und jetzt möchte ich. 3 von 3. Ja. Ding. Ja, der Bild einfach sehr viel Spaß macht. Leichter Bild, weil er ein bisschen OP ist, aber nicht so Hidden OP oder extrem OP. Da ja. Gibt nicht viele Bilds, die sehr defensiv. Ist es auch mein Weg. Ohne Abstand. Aber das heißt nicht, ich verwende ihn. Leider. Ich verwende ihn eigentlich so lange, bis ich den anderen Bild auch gut spielen kann. Schwierig ist, damit er Situation bringt. Ich will ja immer wieder mit. So, wunderbar. Quest auch bald vorüber. Können wir den Drachen noch. Ach bitte. Also wenn man im Portal reingeht, machst du wirklich Problem. Dann, oder? So, und der Chat ist wieder an. Ich habe wirklich noch eine Absturzfolge gehabt, wo ich das Spiel doch ein bisschen. Kritisiert habe auf eine Art und Weise, nicht schlecht geredet habe oder einfach das, was jetzt momentan doch ein bisschen mich schon ein bisschen sehr müde empfunden habe. Müde, sehr, sehr müde. War am Pfingsttag nach dem Livestream. Und das Spiel ist halt mit abgestürzt, das habe ich mal. Ja, auf die Fall. Aber ich habe so geschrieben, ja, Leute, macht doch. Könnt doch nicht immer diese Bugs so drin lassen. Jo. Wenn es eben ein Early Access holt es. Wenn man es geht, ja. Macht einfach die anderen Sachen, verschiebt einfach mal die Patches oder so fertig. Das ist nicht so schlimm. Entwickeln sie dort einfach die Sachen, die wirklich schlechtesten sind, haben sie doch vergessen. Ich mal Bugs.
Ja, und das machen die meisten Entwickler nicht, weil sie halt arrogant sind, sparen. Sie sollen auch sehr viele lassen wollen und so. Eine, man sieht ja, viele Spiele, die wirklich gut sind, haben Erfolg. Und sie machen es einfach nicht. Ich kenne viele Entwickler, die ganz alleine arbeiten. Mehr Erfolg als riesige Entwicklerstudio. Richtig. Aber jetzt beim Let's Play und Livestream anders. Kann man dann nicht immer die Zuschauer oder Gesundheit oder Geld dafür der Erfolg ist. Ist ja auch Influencer. Muss man halt die ganze Zeit extra Werbung machen. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Da bin ich ja auch einer, der eher stagniert oder ja, vorwärts komme. Eine riesen Pause machen musste. Und seit Corona. So Sachen. Manche sind mir haben gewesen. Aber für mich ist es eigentlich schlimm, wenn weniger zuschauen oder ja, keine Kommentare gibt oder so. Gibt es momentan wieder öfter. Edge auch schauen und Beta. Ich finde diese Faszination. Auch an euch. Sachen mit ein bisschen mehr ernst nehmen und finden. Weil es geht euch besser. Ganz nur. Tut den Leuten auch etwas Gutes tun, wenn ihr wenn es euch schon ein bisschen besser geht. Redet halt nicht. Die Scherze muss auch nicht sein. Eher bei dir, okay. Sind mit Fremden, Hüten. Ah, einfach so. Muss jetzt nicht. Aber er weiß, hat ihn wieder abstürzt. Für dein Spiel, das ich. Ist jetzt schon ein bisschen besser. Ich warte aber noch auf die Seite-Item. Waffe. Ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und nicht Physiker, sondern nur Nahkampf. War nicht mal so leicht irgendwie zu repetieren. Also, ich nicht sagen so. Ah, da kommt. Sogar mehr Hunde. Hm. So, jetzt haben wir die Arme. Wunderbar. Leider ist der Part zu Ende. Ja. Aber das zeigen wir dann. Jetzt hier noch die Arme. Watch. Watch Strike. Oh. So, 17 Fire Resistance ist gut. Also als nächstes machen wir doch den Drachen. Gereicht. Und da noch das Level. Und ich kann es eigentlich überspringen. Es gibt Leute, die ja. Gut. Also. Schönen Tag, wunderschönen Tag, gell? Genießt es und arbeitet auch an euch. Keine anderen auch wieder ein bisschen besser machen. Kommt dann doch nicht so eine Zeit, wo positiv ist als vor ein paar Jahren und so. Früher. Ich mochte es in den 90er. Da waren die Leute auch, die Menschen auch noch nett und so. Und dann kam irgendwann die Hip-Hop- und Rapper-Zeit. Nicht die unbedingt gewesen, sind auch die Rocker oder die Streber und so gewesen natürlich, aber kam dann irgendwie mal als Zeit, da musste alles irgendwie stimmen und dann. Also danke schön, schönen Tag und Spaß noch mit anderen Sachen. Tschüss, genießt es.